Mirror's Edge Folge 22. Wir machen uns hier auf den Weg in dieses Einkaufszentrum und haben ja schon im letzten Mal, in der letzten Folge, einen geheimnisvollen, ja, Dachrunner-Kollegen gesehen, der wohl irgendwie hier was damit zu tun hat. Vielleicht ist es ja unser Attentäter. Komme ich hier eigentlich durch die Drehtür rein? Ne, da ist zu. Das Einkaufszentrum ist wohl zu. Okay. Komme ich da rein? Nein, natürlich nicht. Also das Einkaufszentrum scheint abgeschlossen zu sein. Hier können wir was machen. Okay. Oh, da. Aha, ja, da können wir schwingen. Jawohl. Und in einen Lüftungsschacht, das ist immer wieder beliebt. Wo geht's hier? Oh, hier geht's nach. Ah, hier ist unser Lastwagen und hier. Wahrscheinlich der Nebenraum vom Lastwagen. Versuchen wir mal hier. Ah, abrollen zu spät gedrückt. Und hier kommen wir quasi im gleichen Raum raus. Nur durch unterschiedliche Öffnungen. Kann ich einfach. Ah, auf den Laster kann ich auch. Eins von drei. Ich fürchte, das ist eins von den 20.000 Gadgets oder Collectibles, die ich hier hätte aufsammeln müssen in dem Spiel bisher und die ich kläglich ignoriert habe einfach. Ich vermute das mal. Weil ich zu sehr beschäftigt war, den Tod zu vermeiden. Was mir nicht immer besonders gut gelungen ist. Hier. Ah, sind wir jetzt jenseits der Eingangstüren. Floorplan. Viele Buchstaben, die aber nicht erklärt werden. Gut, dann schauen wir doch mal, wo wir hin müssen. Roseburn wollte seinen kleinen Freund im Atrium treffen, oder? Nun, das sollte direkt vor dir liegen. Das Atrium liegt also vor mir? Ah, da ist er! Hi du, dich habe ich vorhin schon gesehen. Bleib stehen! Oh, Level wird geladen. Oh, der verhöhnt mich. Ah. Wo ist er? Ach, dahin. What the? Ein Schuss hat gereicht. Okay. Okay, ich bin jetzt mal irgendwie. Ich habe wieder aus Versehen den die X-Taste gedrückt, also dass das die Zeitlupe ist. Deswegen sehen wir, wie sie in Zeitlupe auf. Boah, die knallen mich ab. Hier mitten im Aufzug. Zum Glück ist das Sicherheitsglas, wollte ich sagen. Geh auf, geh auf, geh auf. Mach schon. Geh auf. Geht nicht mehr. Die Tür geht nicht auf. Ah, ich muss hier also praktisch zu Fuß raus. Shit, tut mir leid, Faith, aber über Funk kam nichts darüber. Oh, da hätte ich auch Kletter auf die oberen Etagen. Auf die oberen Etagen, deswegen bin ich jetzt gerade runtergesprungen. Na, großartig. Na, dann gehen wir mal die Treppe rauf. Dr. Dave, na, den kann ich vielleicht nachher gebrauchen. Ach, ich bin da oben rauf, muss ich. Ah, wie komme ich da oben rauf? Wie komme ich da oben rauf? Da komme ich rauf. Du musst aufs Dach fällen. Wahrscheinlich hätte ich da auch einen Wallrun machen können, dann wäre es eleganter geworden. So, da bin ich. Ich muss rauf aufs Dach. Ich hoffe jetzt mal, dass es da aufs Dach geht. Bitte, bitte, sag mir, dass es da aufs Dach geht. Auf dem Einkaufszeitalo, Tragwerke und Wartungsbereiche. So solltest du von da oben wegkommen. So sollte ich von da oben wegkommen? Ich bewege mich hier auf Blumenkästen zu. Bewegung, Bewegung! No, no. Oh, no. No, das war böse.
Die haben mich mal so richtig alle gemacht. Okay. Kletter auf die oberen Etagen. Verstanden, Merc, verstanden. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Genau hier. Du musst aufs Dach fällen. Verstanden. Ich muss aufs Dach fällen. Ach du Schande. Auf dem Einkaufszentrum gibt es Tragwerke und Wartungsbereiche. So solltest du von da oben wegkommen. Aber er zeigt... Ah, da oben muss ich hin. Weiter so. Ja, lass mich doch mal steuern irgendwie. Okay. Hinein in den Lüftungsschacht. Ah, das sieht doch schon sehr dachmäßig aus, oder? Bewegung, Bewegung! Bewegung, Bewegung. Hier ist der nächste Lüftungsschacht. Nix wie rein. Und nix wie wieder raus. Hat Roper dich reingelegt? Möglich. Möglich, dass er das hat. Kein Hinweis, wo ich hin muss. Noch höher fällt. Ja, ja. Da oben rauf muss ich. Das habe ich verstanden. Aber wie komme ich da hin? Ich werde mal wieder... Ah, da kann ich ja nirgendwo gegen die Wand laufen. Sonst hätte ich gesagt, ich versuche jetzt mal wieder so ein... Nee, da komme ich so nicht hin. Hier hin. Hier vielleicht. Hier könnte ich... Nein, da kann ich nicht. Wie komme ich da hoch? Darüber springen bringt nichts. Ich muss da oben irgendwie rauf. Von da komme ich. Vielleicht kann ich mich da hinhängen. Ich glaube es zwar nicht, aber versuchen wir es mal. Doch, da kann ich mich sogar hinhängen. Vielleicht komme ich da jetzt auch rüber. Jawohl, das hat doch wunderbar funktioniert. Da schreit jemand. Oh, und ein Ventilator. Emergency Power Override. Ich muss wohl da runter, vermute ich. Emergency Power Override hier. Ah, das ist jetzt auch ein bisschen... Ja, und ich muss mich da jetzt wahrscheinlich durchfallen lassen. Ins schwarze Loch. Halt doch mal an. Ah, und abrollen vergessen. Oh, das ist wohl ein geschlossener Bereich des Einkaufszentrums. Und einer, in dem es offensichtlich... Ah, da geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, nicht weitergeht. Ah, da kann ich hier... Alles ruhig hier oben, das klingt doch... PK. Wo muss ich hin? Kein Hinweis. Kein Hinweis, wo ich hin muss. Wieder dann vorbeischleichen? Kann ich da raus? Oh! No, no, no! Ah, fuck! Und wohin jetzt? Jetzt bin ich hier oben. Ah, jetzt kann ich hier... What the?
Ah, da war ich aber schon. Das war jetzt etwas verwirrend. Puh. Alles ruhig hier oben. Da oben rauf muss ich. Ich glaube aber nicht, dass es hier einen. Oh. Vielleicht doch. Die haben ein Maschinengewehr. Das ist meine ganze Sorge. Ah ja. Okay. Das, alles ruhig hier oben klingt so. Nee, da komme ich nicht rauf. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, shit. Ach, komm hier. Aber wenn du nicht direkt in die Perspektive hast, dass er endlich reinsieht, dann kannst du ihn nicht erledigen. Uff. Alles ruhig hier oben. Sieh es denn? Oh shit, Face, ich hab mein Maschinengewehr. Okay. Wie bloß bekomme ich da rauf? Das sind die macht mich nämlich alle. Ah, hier musste ich hin, genau. Ah. Ja, genau. So. Bin ich wieder hier oben. Und bin wie die. Ah, nee, da der Sprung war jetzt mal so ein verzweifelter Versuch, irgendwo in die Richtung zu kommen, wo er mir sagt, dass ich hin soll, aber. Alles ruhig hier oben. Oh shit, Faith, die haben mein Maschinengewehr. So, diesmal hat die Zeitlupe sogar mal richtig was gebracht. Ein. Okay. So, hier bin ich jetzt mal erstmal 2 Sekunden sicher. B. Ich muss da rüber. What the? Und wie mache ich das? Ah, da ist eine rote Stange jetzt da. Oh, no, 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 da, ah, okay, verstanden, verstanden. So geht's also nicht. Bewegung, Bewegung! Tja, Leute, also ich würde mal sagen, wie wir da auf die andere Seite kommen oder aufs Dach eben kommen, wo, wie Merk ja sagt, dass wir sollen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dann, ciao!